Also wir sind da mitten in der Spirit of Sport Challenge und für mich persönlich heißt das gemeinschaftlich ein Ziel verfolgen und ein Ziel erreichen. C'est un événement pour qu'on puisse avoir un esprit d'équipe. On fait des activités ensemble, comme ça on peut apprendre à se connaître et s'amuser. Vor allem das Thema Respekt und Friendship ist jetzt gerade in den Trainingsgruppen ist einfach wichtig, weil du kannst nur gemeinsam ein Ziel erreichen. Das heißt, das geht nur über Freundschaft und über Respekt den anderen gegenüber. Und bist dann aber dann trotzdem in manchen Sportarten bei uns natürlich auch Konkurrenz, wenn es um Plätze geht, in Teams. Also Exzellenz entsteht nur über Respekt und Freundschaft in einem Team, füreinander. Das tun wir immer wieder fördern im Training auch, um aufzuzeigen, was es einfach notwendig ist. Was ist ein Team oder was heißt es auch selber mal zurückzutreten zu können, um jemand anderen zu unterstützen. Und das ist schon in einer Arbeit mit einem Team ein zentrales Thema. Für mich bedeutet der Spirit of Sport, dass man einfach als Team zusammen ein Match gewinnt und nicht eine Einzelperson. Und das ist eigentlich auch das Beste am Sport, dass man ein Teamsportart ist. Morgen, Mutter, seh ich dich. Enfin, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'équipe ou pendant le match, remonter le moral et pas baisser les bras et s'aider entre nous.